Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play City Skylines. Ja, heute werden wir uns ein bisschen darum kümmern, dass hier die ganzen Verstorbenen auch abtransportiert werden können. Das habe ich nach dem Aufnahmebeenden in der letzten Folge gesehen. Da haben wir immense Probleme. Also, man sieht hier die Ecke und hier die Viertel. Vor allem, die haben so ein bisschen Schwierigkeiten und deshalb werden wir uns jetzt mal darum kümmern. Ich glaube, für hier oben, da stellen wir einfach ein Krematorium hin, das sollte reichen. Da freuen sie sich auch. Und hier unten, ich glaube, da ist einfach das Problem, dass wir zu viele Bewohner für den einen Friedhof und das eine Krematorium haben. Das heißt, hier kommt definitiv auch nochmal ein Friedhof hin. Ich weiß, Friedhof an der sechsspurigen Straße ist toll, aber es beschwert sich ja keiner. Von daher mache ich das jetzt einfach mal. Ist ja nicht der erste Friedhof, der an so einer stark frequentierten Straße steht. Was ist denn das da oben für ein Gebiet? Das ist schon ein Büro, da brauche ich eigentlich keinen Friedhof dran setzen. Wo ist denn hier? Da unten sagte mir dann immer wieder, Ort ist bereits belegt. Oder ich setze mich mitten ins Wohngebiet und reiße wieder 20 Häuser ab. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Dann verlieren wir wieder Einwohner und Einnahmen ohne Ende. Reicht das, wenn ich den hier dran setze? Ja, sollte doch wohl. Und damit wir noch ein bisschen was in nächster Nähe haben hier oben, kommt hier mal noch das Krematorium dran. Das sollte, denke ich, passen. Ui, hier unten. Polizei, die Putzelei. Hier unten haben wir überhaupt keine Putzelei. Das ist natürlich super. Da hat mal wieder jemand mitgedacht. Die Frage ist, wie viel kostet das? Pff, 1600 Unterhalt. Hilfe. Warum? Was ist das denn für eine komische Abdeckung? Warum geht hier denn nicht nach links rüber? Ist das eine Einbahnstraße oder wie? Nee, doch. Moment, kurz gucken. Doch, das sind Einbahnstraßen. Das ist natürlich Käse. Nichts, was man nicht ändern könnte. So, aber die Straße hier bleibt eine Einbahnstraße. Zum Bahnhof wollen ja ohnehin nicht so viele. Da brauchen wir dann auch keine Ampel eigentlich. Können wir hier irgendwie einen schönen Schnapsus? Schön Schnaps. Boah, ey, bin ich echt zu blöde oder was? So vielleicht? Ja, komm. Das passt schon. Hätten wir wieder ein kleines Bildchen. Unterbrochene Stromnetze. Wo? Ich sehe keins. Nö, ist doch alles verbunden, oder nicht? Und wenn nicht, merken wir das gleich schon. Warum sterben mir die Leute eigentlich im Bürogebiet weg? Das fände ich mal interessant zu wissen. Gut, setzen wir halt auch ins Bürogebiet ein Krematorium. Das ist ja kein Problem. Hier dran? Dann würden die auch hier noch ein bisschen abdecken. Warte mal, wie machen wir das denn am ungeschicktesten? So vielleicht. So noch am ehesten. Und bevor uns die Leute wegsterben, könnten wir hier noch eine Axtpraxis. Ja, nee, ist klar. Wenn den Leuten nicht mehr zu helfen ist, dann ja.
Reicht das? Ja, komm, das reicht bestimmt. Hat der keinen Strom oder was? Ne, der muss. Die wird erst in Betrieb genommen, wenn ich dann weiter drücke. Fehlt hier unten sonst noch irgendwas? Also ich gehe nochmal durch. Wir haben jetzt eine Arztpraxis und wir haben ein Krematorium. Wir haben zwei Arztpraxen und ein Krematorium. So, dann Feuerwehr haben wir hier unten gar nichts. Das ist natürlich auch nicht so gut, weil auch im Bürogebiet kann es mal brennen. Hier unten, ne, wobei, dann machen wir es lieber hier oben, weil dann für den Fall, dass wir hier noch Bürogebiet hinbauen, deckt das direkt mit ab. Hier direkt an die Ecke einfach mal. Und Putzelei. Putzelei gibt es hier unten gar nichts. Das ist toll. Weil die auch relativ viel abdeckt. Aber ihr kriegt auf jeden Fall eine und ihr kriegt eine, sobald sich jemand beschwert. Warum auch vorsorgen? Braucht man ja nicht. Ah, euch fehlt. Ah, deswegen sterben ja auch die Leute weg. Denen fehlt ein Arzt. Ja, Mensch. Macht irgendwie Sinn. Bekommt ihr auch noch was Kleines hier hin? Ach schade, ich krieg die kleine Feuerwehr nicht mehr dazwischen. Wo setzen wir die denn hin? Eigentlich haben die ja am wenigsten Schutz da in der Mitte. Weil es andererseits auch wieder recht egal ist. Wir setzen die einfach hier hin. Ja, doch, passt. Und ein bisschen Polizei könnte auch noch gebrauchen, habe ich mal gehört. Die kommt. Ja, komm, das eine Haus, das können wir mal abreißen dafür. Boah, man ist ja echt mit so vielen Sachen beschäftigt mittlerweile. Das geht mir auch fast ein bisschen zu schnell, weil wir müssen auch wieder gucken, dass wir neue Gebiete rankriegen. Und ich glaube, wir müssen dafür tatsächlich bald mal hier ein bisschen mehr kaufen, weil wir sind ziemlich am Ende mit der Kapazität, was die bebaubare Fläche angeht. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn die alle in Betrieb genommen werden. Dann müsste das ja eigentlich. Ja, genau. Das läuft und das sieht eigentlich auch ganz gut aus von der Abdeckung her und das auch. Was ist das? Ach, das ist ein Gefängnis. Ja gut. Wobei ich glaube, wir müssen tatsächlich inhaftierte. Ja, wobei wir haben noch Kapazität. So, Feuersicherheit. Hier unten können wir auch noch eine Feuerwache dran klatschen. Machen wir einfach mal hier. Und hier unten fürs. Ja, wobei das deckt so wenig ab, das lohnt sich nicht. Ich will aber nichts abreißen dafür. Ist irgendwie nicht so mein Fall. Ach komm, das passt momentan schon so. So, Müllverbrennungsstatus, da sind wir im grünen Bereich. Wurde auch mal Zeit. Mülldeponieauslastung, da gucke ich jetzt gerade mal 66, 48 und. Och, 1%, ja Mensch, ich glaube, wir müssen echt bald mal entleeren, sonst wird's knapp.
Hier müssen wir gucken. Die drei sind recht ausgelastet und hier ist auch noch nichts los. Das ist ganz gut. Ihr habt Probleme mit so wenigen Dienstleistungen nach wie vor. Und wir haben hohe Wohngebietsnachfrage. Ich gucke jetzt allerdings erstmal. Braucht ihr Parks? Nö, ihr habt eigentlich genug, würde ich behaupten. Hier vielleicht noch so einen japanischen Garten. Ja, deckt zwar nicht allzu großen Bereiche ab, allzu große Bereiche ab. Geht aber, denke ich, noch klar. Ja, doch. Passt so, würde ich mal behaupten. So, hier hinten können wir auch noch ein bisschen was hinklatschen. Wobei, das lohnt sich nicht, weil hier haben wir irgendwo eine Verbindung. Die erreicht über eine Straße und dann war es das. Ui, Wohngebiet schießt gerade richtig in die Höhe. Was ich auf jeden Fall auch vorhab, ist... Hier, dafür mache ich... Ich arbeite ganz gerne mit dem Pause-Modus, weil da kann einem einfach nicht viel passieren, während man sich hier auf den Straßenbau konzentriert. Wir bauen nämlich noch ein paar mehr Abfahrten, damit die nämlich von hier auch, von der Autobahn... Damit die nicht alle hier raus und da rumfahren müssen, sondern dass die hier hinten auch wegkommen. Das könnte auch hier vorne dann noch ein bisschen mit der Abfahrt entlasten. Dafür... Ist eigentlich perfekt, dass ich die Straße da noch freigelassen habe. Da können wir jetzt schön dran anknüpfen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Dass man... Ich finde das übrigens ärgerlich. Das heißt ärgerlich, ein bisschen schade, dass man die hier nicht so fließend rauslaufen lassen kann, sondern dass man da immer so eine komische Ecke reinmachen muss. Das sieht irgendwie schäbig aus. Warte mal, so. Aber ich mache mal noch ein Stückchen weiter. So, dann kommen die nämlich... Das ist voll sinnlos. Können doch einfach alle, ne, wobei alle über eine Ausfahrt muss auch nicht unbedingt sein. Dann können die, die hier runter wollen, können dann hier abfahren. Das passt schon so. So, ihr fahrt hier runter, um dann wieder hochzufahren. Das klingt komisch, ist aber so. Ne, da fahrt ihr garantiert nicht runter, weil da ist, falsche Richtung. Bin ich Brain AFK oder was? Da ist die Autobahn. Was ich vergessen habe, ist die Anbindung von hier drüben nach darüber, dass die auch von hier nach dort kommen. Ja, ich weiß, von hier nach dort ist voll die gute Angabe. Bringen Sie Zeug von hier nach da, so ungefähr. Können wir das auch irgendwie so da dran packen, dass das schön aussieht, oder ist das nicht drin? Warte mal, gerade mal näher rangehen. Na komm. Gut, reißen wir das nochmal ab, sonst sieht das einfach nur kacke aus. Man sieht es zwar sowieso meistens nicht, aber es muss ja trotzdem nicht so schlimm aussehen. Ja, okay, gut. So ist in Ordnung. Das passt schon. Wichtig war mir eben nur, dass ich vorher hier dran kann, dass die sich auch direkt verteilen können. So, was hätten wir noch? Wir müssen auch noch von... Also hier rüber kommen jetzt alle. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen natürlich auch noch von hier rüber...
Nee, hoppala. Von hier, auf die Seite. Und gleichzeitig können sie sich auch noch aufteilen. Natürlich mal, ne, wobei eine Brücke sieht auch mal ganz schick aus. So. Und so rüber. Hui. Vielleicht nicht eine ganz so scharfe Kurve, damit die da auch schnell drauf kommen. Ja, gut, das sieht ein bisschen komisch aus, wobei eigentlich ist ja Abfahrt vor Auffahrt. Das heißt, wir müssen die Brücke eigentlich noch ein bisschen länger ziehen, weil sonst stehen sie sich gegenseitig im Weg. Und das macht irgendwie nicht so viel Sinn. So, man sieht, Marke Eigenbau, aber funktioniert. Wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe. Ach, ihr habt keinen Strom. Tja. Doofes Leben. Aber gut, so nützen mir die auch nichts. Dann kriegen sie halt ihren Strom. Ich sehe auch gerade, wir erzeugen übermäßig viel. Warum? Was ist denn? 48.000 Einwohner, da kriegen wir einen Frachtumschlagplatz und das, was ich sowieso nie wollte. Ui, Metro. Boah, da wird's aber schon echt groß. Neun, ach, 90.000 ist der letzte. Okay. Internationaler Flughafen. Ja, ich glaube, bis dahin überlebe ich das nicht. Dann kriege ich das irgendwann nicht mehr gemanagt mit den ganzen Sachen, auf die man hier achten muss. Ich habe so das Gefühl, irgendwann kommt der Moment, da wird unsere Stadt auf einen Schlag komplett den Bach runtergehen. So, aber ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Jetzt haben wir irgendwie nicht ganz so viel gemacht, gefühlt. Aber naja, ich bin jetzt auch schon an der vierten, fünften, wie auch immer. Jedenfalls habe ich schon ein paar Folgen hinter mir. Ja, mal gucken. Ich bin aber gerade irgendwie so im Aufnahmeflow. Es macht auch gerade immer wieder richtig Spaß, nachdem ja lange Pause war. Ist, denke ich, immer wieder ganz schön, dass das auch wieder regelmäßig kommt. Wobei, also ich hoffe zumindest regelmäßig, aber momentan läuft sowieso schon so viel, dass City Skylines da wohl leider erstmal Lückenfüller wird. Aber, naja, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann habe ich jetzt irgendwie den Satzbau voll verkackt. Von daher sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.